in Teams an einer bereits abgegebenen Aufgabe nochmals etwas ändern. Ich bin hier im Allgemeinkanal, gehe zu Aufgaben und ja, da hat es keine mehr, aber ich habe da eine erledigt und ich möchte da eine Änderung vornehmen. Ich gehe nochmals zu Aufgabe 1. Ich könnte hier sofort erneut abgeben, aber ich will ja hier diese Datei nochmals öffnen. Also ich klicke nochmals drauf, bearbeite die hier lokal in Desktop-App öffnen, Excel öffnen oder hier den Haken setzen, damit diese Frage nicht immer kommt. Also Excel öffnen. Was soll ich denn jetzt? Änderungen verwerfen oder Kopie speichern? Ich klicke mal auf Kopie speichern. Was passiert dann? Ich speichere das bei Dokumenten, speichern. Was ist nun passiert? Das ist der Zustand, wie ich die Datei abgegeben habe, ohne die Bemerkungen von Pirmin Lehner. Jetzt kann ich hier wieder mit der Arbeit fortfahren oder etwas verbessern, verändern und wieder schließen und nochmals abgeben. Oder was passiert, wenn ich hier klicke Änderungen verwerfen? Ich probiere es aus. Aha, jetzt sehe ich all diese Kommentare und wenn ich daran weiterarbeiten will, ist es eventuell störend. Also dann müsste ich all das zuerst löschen, damit ich richtig daran wieder weiterarbeiten kann. Also je nachdem, ist es praktisch oder eben nicht. Ich nehme hier also eine Änderung vor. Ich trage hier noch ein paar Sachen ein und speichere wieder, schließe die Datei. Natürlich geht es hier mit der Bearbeitung weiter. Also da mit hier ist gemeint online im Internet, hier bei Teams. Und jawohl, ich muss die Datei noch schließen und erneut abgeben. Ja, wunderbar. Es hat funktioniert. Und zurück. Das war's.